Lieben Freunde, hier ist euer Steinwall. Gerald und Reges haben hier einen netten Plausch auf dem Friedhof. Und dem wollen wir uns jetzt auch widmen und hier ein bisschen lauschen, was die beiden alten Freunde sich hier zu erzählen haben. Denn sie haben sich lange nicht gesehen. Und vor allem ist Gerald davon ausgegangen, dass Reges tot ist. Naja, schauen wir mal. Ich wüsste gern, was du getan hast, nachdem du auferstanden bist. Da war ich zunächst vollauf mit meiner Erholung beschäftigt, wie du dir vorstellen kannst. Ich bin immer noch nicht der Alte. Aber im ersten Jahr war ich so schwach, dass ich nicht gehen und stehen konnte. Detlaff ertrug meine Schwäche mit großer Geduld. Wäre er nicht gewesen, wäre ich jetzt nicht hier. Denn meine Regeneration hätte viel länger gedauert. Als ich endlich alleine stehen konnte, ging ich nach Brugge, in meine einstige Heimat Dillingen. Ich lebte das friedliche Leben eines Heilers und Chirurgen auf dem Lande. Ich genoss den Respekt meiner Nachbarn und tat eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was Vampire nach landläufiger Meinung so machen. Brugge? Hat deine Auferstehung dich sentimental gemacht? Vielleicht ein wenig. Und du? Wo bist du gewesen? Hast du Cirilla gefunden? Damals schon. Und dann habe ich sie wieder verloren. Und als die Zeit reif war, kam sie zurück und wir besiegten gemeinsam die wilde Jagd. Oh, da habe ich ja wirklich was verpasst. Und ob. Aber wir reden ein andermal darüber. Jetzt wüsste ich gerne mehr von dir. Okay, das war jetzt aber wirklich die kürzeste Kurzfassung, wie man The Witcher 1, 2 und 3 bis jetzt zusammenfassen kann. In zwei Sätzen. Oder war es nur ein Satz? Wahnsinn. Ich muss dir die Frage stellen, die sich jeder stellt. Was geschieht nach dem Tod? Ich soll dir sagen, ob der menschliche Glaube an Götter begründet ist? Das kann ich nicht. Wir Vampire sind komplett andere Wesen als ihr Menschen. Wir können ohne Form existieren. Wir brauchen kein Herz, kein Hirn und keinen Atem. Warst du dann tot? Nach menschlichem Verständnis des Begriffs, ja. Und hast du etwas gefühlt oder gedacht? Schwer zu erklären. Ich fühlte etwas sehr Unangenehmes. Ich kann es nicht mal benennen, weil ich nicht denken konnte. Erst nach meiner Auferstehung begann ich zu begreifen, dass es kalte, unvorstellbare Angst war, die ich gefühlt hatte. Wäre Detlaff nicht gewesen, wäre ich wohl im unendlichen eisigen Terror ertrunken. Dann kannst du nicht lebendig gewesen sein. Puh, ein übles Erlebnis. Tja, wirklich. Es ist mit kaum etwas zu vergleichen. Aber wir sehen den Tod trotzdem anders als ihr. Ihr klammert euch ganz erstaunlich ans Leben. Dabei seid ihr sterblich. Die Sache ist schon ausgemacht. Der Tod ist euch gewiss. Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist schwer zu verstehen, warum ihr euch so abrackert. Ob man nun mit 20 stirbt, mit 40 oder 100, das sind doch alles nur Augenblicke. Kommt auf den Standpunkt an. Wer 1 Million Kronen ausgeben kann, versteht jemanden nicht, der nur 20 Kronen hat. Wie wahr? Es hängt wirklich viel vom Standpunkt ab. Wie wahr? Aber der Tod als ein Zustand des unangenehmen, unklaren Gefühls von Angst? Boah, eine miese Vorstellung. Da ist ja das reine Nichts doch irgendwie angenehmer. Jetzt hast du ein neues Leben, einen neuen Körper. Ist das ein Neuanfang, eine leere Tafel? Ein Neuanfang ist eine komplexe Sache. Was genau meinst du? Zum Beispiel deinen Blutdurst. Erinnert dein Körper sich noch daran? Vielleicht würdest du jetzt nicht mehr süchtig danach, wenn du Blut trinken würdest. Alle Süchte sind Sklaverei. Ich bin nicht geneigt, mich diesem Risiko auszusetzen, nur um eine Hypothese zu physischer Regeneration und Stabilität von Neigungen zu testen. Schon gut. Ich war nur neugierig. Tut mir leid. Keine Sorge, Geralt. Neugier ist unter den Umständen eine natürliche Reaktion. Und eine Eigenschaft, die ich an dir stets geschätzt habe. Ach, Reges ist doch wirklich ein angenehmer Charakter.
muss man einfach mal sagen. Das Regenerationsvermögen von Vampiren hat mich schon immer fasziniert. Eine nachwachsende Hand ist eins, aber eine Auferstehung aus einem nassen Fleck? Es ist schwierig und aufwendig, aber doch möglich, wie meine Anwesenheit beweist. Aber wie ich hörte, hast auch du einiges erlebt. Angeblich hattest du das Gedächtnis verloren. Eine Weile. Triss hat mir geholfen, mich zu erholen. Ich habe noch Glück gehabt, dass ich nur eine Amnesie hatte. Ja, ihr Menschen seid in dieser Hinsicht dumm dran. Dabei ist es so leicht, euch ums Leben zu bringen. Ihr habt mir da immer leid getan. Uns Vampiren ist viel schwieriger beizukommen. Wenn wir tatsächlich umgebracht werden, können wir mit Hilfe eines höheren Vampirs wieder auferstehen. Nur wenn wir von der Hand eines anderen Vampirs sterben, ist der Tod für immer und es gibt keine Auferstehung. Das ist einer der Gründe, warum höhere Vampire vor langer Zeit geschworen haben, nie gegeneinander zu kämpfen. Das wusste ich überhaupt nicht. Sehr interessant. Also gut, du hast eine Frage frei. Was willst du wissen? Nur eine Frage an eine so faszinierende Persönlichkeit wie dich, Geralt? Welch grausamer Geiz. Ich tue mein Bestes. Wenn du sterben und auferstehen würdest wie ich, würdest du wieder Hexer werden? Oh mein Gott, das ist ja jetzt eine Frage. Ach du Schreck. Boah. Tatsächlich, ich wüsste tatsächlich nicht genau, was Geralt jetzt sagen würde. Ich glaube, explizit hat er noch nie geäußert, dass er lieber jemand anderes wäre. Aber natürlich schwingt das immer mit. Es ist immer irgendwo Thema, ne? Dieser Verlust, der damit verbunden ist. Boah. Aber die Vorstellung, jemand anders zu sein, ich glaube, vielleicht in einem schwachen Moment, vielleicht wenn er hier mit einem guten Freund sitzt, ein bisschen was trinkt, vielleicht ist das so ein Moment, wo man das mal für den Moment zumindest zulässt. Ich glaube, ich gestehe ihm diesen Moment jetzt zu. Das interessiert dich am meisten, ob ich gerne Hexer bin? Mich interessiert manches. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Antworte bitte. Ich habe es mir nicht ausgesucht, Hexer zu sein. Es war mein Schicksal. Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich einen anderen Beruf ergriffen. Einen, bei dem ich nicht ständig mein Leben riskieren muss. Und der mir vielleicht sogar etwas Respekt einbringt. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Sie ist eine Eigenschaft der wahrhaft Mutigen. Und daher das Privileg nur weniger. Immer noch keine Spur von deinem gefiederten Freund. Hat er dich auch bestimmt verstanden? Todsicher. Warten wir noch eine Weile. Er kommt bestimmt bald zurück. Na klar, warten wir noch eine Weile. Immer wachsam, sogar im Schlaf. Fast wie ein Vampir. Ob sie euch bei der Kräuterprobe wohl ein paar unserer Gene unterjubeln? Vielen Dank für die Blumen. Was gibt's Neues? Du hattest recht. Meilenweit keine Kobolde und keine Blender. War klar. Darf ich ausreden? Es gibt einen Fleckenwicht in einem verlassenen Anwesen im Karoberta-Wald. Unmöglich. Meinesgleichen haben sämtliche Fleckenwichte ausgerottet, bevor ich geboren wurde. Dann musst du wohl deine Ansichten über Fleckenwichte korrigieren. Dieser hat jedenfalls den Hexerfeldzug überlebt.
Ich glaube, ich kenne das Haus, in dem er sich eingenistet hat. Die Leute halten es für verflucht. Vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen. Weißt du noch mehr über den Fluch? Ich erinnere mich kaum. Mich interessieren solche Sachen nicht sehr. Er wurde mir gegenüber eher als Anekdote erwähnt. Komm schon, streng dich an. Alles könnte wichtig sein. Irgendwie ging es um Hunger. Oder Gier? Raublust. Jemand wurde bestraft. Das wäre die Lehrbuchdefinition eines Fluchs. Tut mir leid, Geralt. Ich belaste mein Gedächtnis nun mal nicht mit den Details jeder x-beliebigen Geschichte, die ich höre. Was denkst du? Ein Vertreter einer längst ausgestorbenen Rasse und ein Fluch am selben Ort. Zufall oder stehen sie in Zusammenhang? Professionelle Neugier. Ich habe nichts dagegen, dass du diese Frage untersuchst, aber denk bitte dran, dass wir nur etwas Speichel vom Wicht brauchen. Sonst nichts. Okay, wir müssen ihn nicht umbringen. Gut. Wichte wohnen selten in Wäldern. Erst recht nicht in verlassenen Häusern. Sie bewohnen die entlegene Wildnis, alte Friedhöfe. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist es gar kein Fleckenwicht. Dein gefiederter Freund könnte sich geirrt haben. Das möchte ich bezweifeln. Raben sind hochintelligente Kreaturen mit hervorragender Beobachtungsgabe. Und was genau haben sie beobachtet? Das Gebiet um das Anwesen ist voller Löffel. Löffel? Erspar mir das skeptische Grinsen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Vielleicht hortet dieser Fleckenwicht Schätze. Oder die Löffel haben etwas mit dem Fluch zu tun. Okay, klingt ja abgefahren. Also los, du setzt schon mal den Absud an. Ich besorge den Speichel. Den müsste ich in seiner Suppe finden. Meinst du, der Wicht verkauft dir einfach was? Im schlimmsten Fall bringe ich die Speicheldrüsen mit. Die müssten es auch tun. Ich dachte schon, du wolltest ihn bitten, in ein Reagenzglas zu spucken. Ja, die Speicheldrüsen wären wunderbar. Also, okay. Bis später. Wird ja, also bis doch, dann. Doch nicht freiwillig. Ich fange mit ein paar Büchern an. Bücher? Ich dachte, du machst den Absurd. Wir brauchen da noch eine Zutat. Aber die muss man erst mal kriegen. Hoffentlich kann ich eine Alternative finden. Gut. Viel Glück. Dir auch, mein Freund. Okay. Es wird also noch komplizierter. Informiere dich näher über Fleckenwicht, indem du das Bestiarium liest. Ah, okay. Gibt sogar einen Eintrag dazu, weil Geralt sich natürlich auskennt mit Fleckenwichten. Das Ganze ist auch hier gar nicht so weit entfernt, aber ich denke, das ist jetzt noch nicht der Moment, dass wir das tun. Ich will kurz mal in diesen Ort reiten, um mir das Anschlagbrett anzuschauen. Das ist ja der nächste Plan. Und dann kehren wir erstmal nach Beauclair zurück, wo wir nach diesem Kontogeld fragen. Die Sache müsste jetzt genau... die Sache müsste jetzt klar sein. Dann will ich mal gucken, wegen hier der Herstellung der ganzen Ausrüstung, was da möglich ist. Und dann werden wir nach Corvo Bianco nochmal zurückkehren. Denn da können wir neu investieren und anschauen, was da schon geschehen ist. Das sind, glaube ich, die nächsten Dinge, die ich hier erledigen möchte. Gut. Insofern lesen wir, glaube ich, auch noch nicht den Bestiariumseintrag. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. So, wir haben, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, hier unten Plätze zurückgelassen. Ja, genau, wir sind hier runtergeritten. Ah, Plätze ist sogar hier noch, sehr schön. Warte mal, da unten läuft jemand rum. Was ist das hier noch? Ein Hütchen. Aha, alles klar, noch ein Angler. Mein Mund ist trocken wie Stockfisch. Oh, meine arme Rübe. Oder ein Fischer, besser gesagt. Gut. So, Plötze, du bist kaum zu sehen, aber ich habe dich gefunden. Sehr schön. Auf geht's erstmal in dieses Dorf. Und dann
Können wir nach diesen ganzen Aufregungen Päuschen im Beauclair ganz gut gebrauchen, würde ich sagen. So, wenn ich das richtig gesehen habe, müssten wir nur diesem Weg hier folgen. Ja, diese Hunde und Wölfe, die lassen wir mal Hunde und Wölfe sein. Das müsste doch schon der Ort sein dort, oder? Früh am Morgen ist es. Francolars heißt das hier. Okay, schauen wir uns ein bisschen um. Auch hier ein großes Gut. Plätze, du kannst mal hier bleiben. Wir lesen uns mal durch, was es zu diesem Ort zu wissen gibt. Also, der Caroberta-Wald ist nach der Großmutter der regierenden Herzogin von Toussaint benannt, der Herzogin Carolina Roberta, die nichts mehr liebte als ausgefeilte Versteckspiele in diesem Wald. Aus einem kleinen Fallenstellerposten am Waldesrand ist das ruhige Dörfchen Francolars entstanden. Hier verkaufen die Jäger, Holzfäller und Imker die Schätze des Waldes. Einmal im Jahr wird das Dorf plötzlich lebendig, wenn Baron Trastamara sein Waldfest gibt und den gesamten Hof zu einem Jagdspektakel einlädt. Alles klar, es ist wirklich sehr waldreich, die Gegend, das kann man sagen. So, hier sind zwei Gewinnspieler, damit wahrscheinlich auch zwei Händler. Wir gucken uns aber erstmal die Anschlagtafel an. Okay, das ist gar kein Gut, sondern das ist eine Taverne, so wie es aussieht. Ja, hier ist ja ganz schön Leben und hier werden Reden gestampft. Husch! Okay, alles klar. Alles aufgepasst! Der Hexenmann kommt! Der Hexenmann. So, hier ist aber gar nichts Tolles. An den Finder. Ich habe ein Hufeisen verloren, wie es nur in Belhaven angefertigt wird. Dafür habe ich ein stolzes Sümpchen bezahlt. Wer es mir wiederbringt, den werde ich mit Wein belohnen. Marcel von Bazan. PS, nein, ich bin kein verfluchtes Pferd, ich meine es ernst. Bekanntmachung der Herzogswache. Im Hinblick auf das Ritterturnier möchten wir alle Reisenden herzlichst bitten, keine Ritter zu Duellen aufzufordern. Nichtbeachtung zieht eine Bestrafung nach sich. Der stellvertretende Kommandant der Herzogswache, Horace de Finet. Suche Gewinnspieler. Der Graf Monnier. Nee, entschuldigt. Da Graf Monnier gewinnt, ruiniert, habe ich beschlossen, ebenfalls ein Turnier auszurichten. Es wird leider nicht ganz so verschwenderisch wie das von Monnier, weil ich nicht so wohlhabend bin wie diese Halunke. Ich kann euch aber versichern, dass wir im Gegensatz zu Monnier das wahre Gewinn spielen werden, ohne dieses blöde, skellige Jacki Raffiberg. Ich nehme es mal mit, vielleicht. Ich glaube nicht, dass das eine Quest auslöst. Rüstungsmacher sucht Arbeit. Hallo Ritter, du bist mit deiner glänzenden Rüstung von weit her in unser Land gereist und sie ist beschädigt. Dafür gibt es viele Gründe. Oh ja, ihr Ritter liebt es, einander gründlich zu versohlen und eure Rüstungen haben kräftig darunter zu leiden. Ich bin ein Rüstungsschmied und meine Preise sind absolut angemessen, besonders im Vergleich mit Beauclair, wo man euch nach Strich und Faden ausnimmt. Nehmt meine Dienste in Anspruch, ihr werdet es nicht bereuen. Kaufe Bienen. Ich bin Bienenzüchter. Letztes Jahr raffte eine merkwürdige Seuche meine gesamten Bienenvölker dahin und ich würde niemals auf den Gedanken kommen, fremde Bienen zu stehlen. Wenn ihr Bienen zu verkaufen habt, kaufe ich sie euch liebend gerne ab. Alois oder Alois? Hortense-Weingut geschlossen. Bei einem Angriff grässlicher Kreaturen, die an riesenhafte Tausendfüßler erinnerten, erlitt der Eigentümer des Hortense-Weinguts schwere Verletzungen. Da die Bedrohung noch nicht gebannt ist, bleibt das Hortense-Weingut bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten vielmals um euer Verständnis. Gut, interessanterweise war es halt markiert hier, gelb markiert, löste aber keine weiteren Quests aus. Na gut, so ist das manchmal. Gehen wir mal hier rein. Alles und schauen. Aufgepasst! Der Hexenmann kommt! Hey, Edgar, gibt es in diesem Wald wirklich Elfenruinen? Ich bezweifle das. Aber meine Frau kam einmal vom Bärenpflücken zurück und hat erzählt, sie hätte zwischen den Bäumen Mauern gesehen. Und? Hat sie sich das genauer angesehen? Könnte es dort Schätze geben? Vielleicht gibt es Schätze, vielleicht auch nicht. Aber ganz sicher Monster. Man sollte sich besser fernhalten. Das solltet ihr. Wobei mich das wundert, dass die Bauern hier, die sind nur so nah dran, dass nicht wissen, dass es da Ruinen gibt. Zum scharlachroten Kardinal.
Wehe, du reitest in deinem Zustand noch. Nicht mal drüber nachdenken. Deine Arbeit ist sehr aufreibend, oder? Bist du deswegen so grau? Naja, das hat sie... Willkommen in meiner bescheidenen Wirtschaft. Aus welchem Land stammst du? Puh, ich bin schon so lange unterwegs, dass ich keine Antwort weiß. Sagen wir, aus dem Norden. Ach, ist es wahr, was man sich erzählt? Krieg und Tod und Zerstörung überall? Das ist übertrieben, aber nicht sehr. Tut mir leid, dass ich frage, aber ich habe Familie in Edirne, weißt du? Daher die Neugier. Aber bitte sag mir doch, was ich für dich tun kann. Sie redet so mega gelangweilt. Okay. Zeig mir, was du anzubieten hast. Warte mal, wir hätten noch über ihre Familie in Edirne sprechen können. So, das ist jetzt unspektakulär. Für uns nicht sehr interessant. Aber wir kommen nochmal auf das zurück. Du hast Familie in Edirne? Wo denn das? Wenn du es mir sagen willst. In Wengerberg. Warst du da schon mal? Oh ja, oft. Das ist die Heimatstadt meiner... von jemandem, der mir sehr lieb ist. Hübsche Stadt jedenfalls, Wengerberg. Hat auch nicht allzu sehr unter der Invasion gelitten, soweit ich weiß. Puh, da fällt mir aber wirklich ein Stein vom Herzen. Ich muss schon sagen... Er hätte ruhig von Jens sprechen können. Ich sollte aufbrechen. Leb wohl. Wehe, du reitest in deinem Zustand noch. Nicht mal drüber nachdenken. Er hätte ruhig sagen können von seiner Frau oder so. Oh, sie, meine Kleine, du trägst jetzt meinen Ring. Ja, leck mich am Arsch. Oh, sie, halt mich fest. Gut, mehr scheint es hier nicht zu geben. Mehr interessante Leute zumindest. Nicht, aber... irgendein Geschäft muss hier noch sein. Unsere Fahrenden Helden, dass wir schon einen Hexer anstellen müssen, damit er ihre Arbeit tut. Das ist ja schön gesagt. Okay, da ist noch ein Händler. Also, oh, und ein Rüstungsschmied. Ich habe eine Tochter, weißt du? Wahrscheinlich von dem wir gelesen haben. Ihr könnt suchen und auswählen, ich habe die meisten, sobald ich die... Hallihallo, Hallöchen. Brauchst du etwas? Oh, er ist ja... ganz Darf ich motiviert? Mir mal deine Waren ansehen? Ja, okay. Aber auch nur Kram. Aber er hat viel Geld immerhin. Aber ich glaube, wir machen hier keine Notverkäufe. Die Ritterscheuklappen, die haben wir abgelehnt wegen Hässlichkeit. Ne? Die können wir nie verkaufen. Halt, warte mal. Vielleicht können wir auch diese ganzen Schmucksachen... Wir vergleichen mal jetzt ganz kurz, ob wir bei einem normalen Händler mehr kriegen oder hier zum Beispiel bei dem Schmied. Also der goldene Rubinring, der geht weg für 45 hier. Bis dann. Bis dann. Dann gucken wir mal, was seine Preise sind. Was geht hier vor? Würdest du mir deine Waren zeigen? Okay, bevor wir das verkaufen, checken wir das mal. Also, warum wird der mir jetzt nicht mehr angezeigt? War das nicht richtig sortiert? Jetzt müssen wir den goldenen Rubinring finden. 73, nee, Grüngold, Rubinring. Da haben wir ihn, 71. Oh, aber mit Abstand mehr, krass. Aber er hat nur 1000 Tacken, das ist nicht so gut. Der andere hatte mehr Geld, ne? Naja, dann fangen wir mal an, hier die Rüstung zu verkaufen, die wir nicht brauchen. Ja, die Werte der Rüstung sind schon besser als unsere, aber das werde ich nicht anziehen. Nee. So, 261, 287... Ja, das geht auch alles weg und damit hat er auch gleich kein Geld mehr, würde ich sagen. 154 und das war's. Bis dann. Einmalige Schnäppchen. Vorzugsfinanzierung von Gian Fanelli bei jedem Rüstungskauf. Mir persönlich gefällt Graf Moniers Idee. Dummkopf, wer braucht denn eine neue Fraktion?
Gwind ist ein altes Spiel. Das ist genau seine Stärke. Tradition. Das Alte stirbt früher oder später. Deshalb muss Neues kommen. Es bringt nichts, sich dagegen zu wehren. Auch wenn du recht hast, die Zwerge wirst du niemals davon überzeugen. Sie wollen nicht zuhören. Nur Köpfe einschlagen. Der Hexer soll ja ein Freund des berühmten Baden Rittersporn sein. Der und die Herzogin. Du weißt schon. Wer spricht da? Angeblich hat das Biest Ritter Milchon einfach mit Rüstung und allem aufgefressen. Jetzt haben die Ärzte Angst, dass es mit Bauchweh zu ihnen kommt. Okay. Das stimmt doch im Leben nicht. Gibt schon ein paar interessante Unterhaltungen hier. Ich überlege aber gerade, wo wir jetzt eigentlich hinwollen. Ich würde sagen, wir reiten mal auf diesem Weg zurück nach Beauclair. Und werden dann erstmal hier beim Meister vorbeischauen, beim Rüstungsschmied. Ich bin mir nicht sicher, ob wir alle Zutaten haben, aber also alle Bestandteile, die wir benötigen. Aber wir gehen da schon mal hin, weil wir müssen auch die Rüstung, die wir, ja, die Vorrüstung gewissermaßen, die müssen wir auch produzieren lassen. Damit können wir zum Beispiel schon mal anfangen. Also, hey, Edgar, zurück gibt es zu in diesem Plötze. Wald wirklich Elfenruinen? Ich bezweifle das. Wo haben wir Plötze hier nochmal gelassen? Auf der anderen Seite. Hat sie sich das genau geht zu einem gesehen? Ritter und sagt, Bestie. Schon kannst du riechen, wie er sich in die Rüstung scheißt. Ah, sehr schön. Also, wir merken auch sehr schön, sehr gut die einfache Landbevölkerung. Die ist echt nicht gut zu sprechen auf die Ritter. Ich wäre lieber der Hammer als der Nagel. Oh ja, Biba. So, wir sind, glaube ich, komplett in die falsche Richtung hier, in der falschen Richtung unterwegs. Wie kommen wir auf den Hauptweg? Reiten wir mal hier lang. Patrouille auf nüchternen Magen. Oh. Grauenhaft. Ja, das kann ich verstehen. Das Arbeit ist unangenehm. Von früh bis spät. Schön, wenn er danach noch steht. Boah, huste doch nicht so unangenehm. Sag mal, welchen dieser vielen Wege will ich denn jetzt reiten? Genau diesen. Perfekt. Hier sind wir richtig. Okay, das ist auch der Caroberta-Wald. Mal sehen, aber gleichzeitig der Hauptweg in die Hauptstadt. Insofern hoffe ich doch mal, dass wir hier nicht mehr belästigt werden. Was ist mit den beiden hier los? Und zugenäht. Ich will schlafen. Ich sag's dir mit den Fäusten. Deine Eier werden's verstehen. Das sind Jäger oder Holzfäller. So, und da nähern wir uns auch schon der Stadt. Und zwar den Außenbezirken, hier diesem alten Friedhof, ne? Okay, das Belgard-Weingut. So heißt das hier wohl. Aber da machen wir jetzt keine Stippvisite. So, die Frage ist, wie reiten wir rein in die Stadt? Ich denke, wir werden mal hier lang reiten. Und uns von der Seite nähern. Wobei ich hier gerne schon mal gucken wollte, was ist das hier eigentlich? Ach nee, das ist auch nur ein größeres Gut. Ach, scheiß doch auf alles. Okay, das Metina-Tor. Und was ist das rechts hier für ein Objekt? Das kennen wir auch noch nicht, ne? Naja, werden wir wohl sicher noch kennenlernen. Mal schauen, da ist irgendwie wie so ein großes Bassang drin. Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen! Der Schein kann trüben. Was für ein Typ. Ich mach mir glatt in die Hose. Dein Ruf eilt dir voraus, Geralt. Die allergnädigste Herzogin hat einen Hexer angeheuert. Um dieses Morden zu beenden. Alle Einwohner unserer schönen Stadt sind aufgefordert,
den Hexer zu unterstützen. Graf Borhis di Salvares lädt zum Vortrag über die Extinktion gefährdeter Spezies und die Implikationen für die natürliche Ordnung. Teilnahme kostenlos. Du hast Probleme. Was kann ich für dich tun? Hol dir einen Hexer. Gut, dass du gekommen bist. So, jetzt bin ich gespannt, was hier machbar und möglich ist. Sei gegrüßt. Hoffentlich läuft deine Suche gut. Ich habe schon etwas gefunden. Wunderbar. Ich fertige mir eine Kopie an. Das ist gut. Das bringt mir endlich den Titel des Großmeisters ein. Ich danke dir, Hexer. Okay, sehr schön. Dafür hat es erstmal gereicht, zwei Schemas zu finden. Kronen gibt es auch noch dafür. Ein Grund mehr, die anderen auch noch zu suchen. Dann schauen wir mal, wie das mit dem Anfertigen aussieht. Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. So, und jetzt will ich erstmal gucken, was wir eigentlich machen wollen. Also, mein Plan ist, auf die Großmeister Wolfs Schule zu gehen. Warum? Weil die folgende Bonuseffekte hat. Und ich glaube, jetzt werden die dann auch zum Tragen erstmal kommen. Das ist ja jetzt erst, glaube ich, möglich. Jeder einzelne Bluteneffekt, der auf Gegner angewendet wird, erhöht den Schaden durch Schwerter um 1% pro Rüstungsteil des Sets. Ja, das heißt, wir müssen Bluteneffekte auf unsere Schwerter bekommen. Jeder Adrenalinpunkt erhöht die mögliche Anzahl an Bluteneffekten, die auf einen einzelnen Gegner angewendet werden können. Ja, wir arbeiten gut mit Adrenalin. Darauf sind wir geskillt. Das passt eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Aber es gibt eine große Merkwürdigkeit, nämlich angereicherte Schleimlinghaut. Die können wir hier nicht kaufen. Und ich habe keine Ahnung, wo man die herbekommt. Ist das irgendwie noch eine Zutat, die wir herstellen können? Oder können wir die irgendwo zerlegen? Handwerkerzutat. Ah, hier. Oh mein Gott, ja, die können wir herstellen aus gegerbtem Drakonidenleder kombiniert mit einem durchdrungenen Kristall. Das war mir überhaupt nicht klar. Das geht schon. Ja, ist ja super. Insofern, ich glaube, das brauchen wir eh. Wir können eigentlich die Sachen direkt gleich dreimal herstellen. Und ich denke, wir werden jetzt hier... Jetzt wartet hier eine ziemliche Session auf uns. Bin mir nicht sicher, wie ich da jetzt am besten vorgehe. Also das Problem ist, dass wir erstmal überhaupt die meisterlich gefertigte Wolfshose benötigen. Das ist die 34er. Dafür brauchen wir die Dafür brauchen wir erstmal die überlegene Wolfshose. Und das ist die 29er. Und das ist alles hier so ganz schrecklich sortiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so unterhaltsam ist. Dafür brauchen wir erstmal die verbesserte Wolfshose. Die haben wir alles überhaupt noch nicht gemacht. Das ist natürlich jetzt sehr ressourcenintensiv, was ich jetzt hier betreibe. Ach Gott, so. Die verbesserte Wolfshose. Dafür brauchen wir wiederum die Wolfshose. Und das heißt, wir müssen ganz unten anfangen. Okay. Wolfshose. Verbesserte Wolfshose. Überlegene Wolfshose, da fehlen uns Meteoriten-Silberbarren. Ja, und ich fürchte, davon brauchen wir wahrscheinlich sowieso mehr, ne? So. Meteoriten-Silberbarren. Oh ja, da ist ja einiges möglich. Da werden wir gleich mal 3, 4 herstellen. Gut. Also, gehen wir zurück zur Hose. Ich mach's mal so. Wir sind ja eher am Ende der Folge. Ich kann euch versprechen, dass jetzt storytechnisch nichts mehr passiert. Wen das irgendwie interessiert, was ich hier noch mache, der kann gerne dranbleiben. Ansonsten werdet ihr möglicherweise am Beginn der nächsten Folge sehen, was wir hier für eine neue Ausrüstung haben. Ich werde es dann auch nochmal erläutern. Wir werden aber jetzt erstmal die überlegene Wolfshose produzieren. Das kostet natürlich auch alles viel Geld.
So, damit sind wir jetzt bei der anderen Wolfshose, bei der meisterlich gefertigten, benötigen aber noch ein Monster. Was? Okay, wir haben kein Monsterei. Und wir können offenbar kein Monsterei bei ihm kaufen. Es kann auch jetzt hier nicht am Monsterei scheitern. Also ich habe mit Sicherheit keine Monstereier irgendwie verkauft. Das kann es nicht sein. Man wird aber wahrscheinlich auch nicht Monsterei durch Zerlegen bekommen, oder? Ja, das können wir noch mal... Oh, schaut mal, wir bekommen hier über Zerlegen allerdings gegerbtes Drakoniden. Oh, das Zerlegen ist aber sauteuer. Ja, pass mal auf, ich guck mal durch. Haben wir hier Monstereier, die wir durch Zerlegen bekommen? Das wäre ziemlich merkwürdig. Warum sollte man aus irgendwas Monstereier bekommen? Das ist alles nur der normale Schmuck. Okay, also zerlegen, da kann man schon einiges produzieren. Ja, das ist klar, dass daraus keine Monstereier werden. Doch, hier. Endriagen-Embryos. Oh mein Gott, sehr gut. Wir werden gleich davon gleich mal 5 zerlegen. Ach Quatsch, wir werden alles zerlegen. Okay, es geht also doch noch weiter. Hervorragend. Wir bleiben mal bei unserer Hose. Und wir waren jetzt bei welcher? Oh Gott. Bei der meisterlich gefertigten Wolfshose. Okay. So, das ist jetzt möglich. Und damit wird jetzt die Großmeister-Wolfshose möglich, wenn wir eine angereicherte Demeritium-Platte haben. Die kostet 4.500. Okay, schauen wir uns das an. Handwerkerzutat. Angereicherte Demeritium-Platten. Dazu brauchen wir angereicherte Demeritium-Barren. Dazu brauchen wir angereichertes Demeritium-Erz. Okay, dazu brauchen wir Säureextrakt und Orikalkum-Erz, was auch immer. Puh. Ich würde sagen, stellen wir mal komplett her. Obwohl, man weiß nicht genau, ne? Wir machen erstmal so viel, wie wir benötigen. 2 Barren brauchen wir für die Platte. Wahnsinn. So. Also, und wir sind erst bei der Hose, ey. Das ist krass. Gut. Stellen wir sie her. Hose geschafft. Wir gehen weiter. Wir starten mit den Handschuhen. Und wir müssen, glaube ich, wieder bei 0 anfangen, bei den Wolfshandschuhen. Kein Problem. Nächste Stufe. Verbesserte Wolfshandschuhe. Kein Problem. Nächste Stufe. Überlegene Wolfshandschuhe. Kein Problem. Nächste Stufe. Warte mal, wir sind jetzt bei 29. Nächstes 34. Meisterlich gefertigte. Wir brauchen eine Meteoriten-Silberplatte. Warte mal, hatten wir die da oben schon? Meteoriten-Silberplatte. Da kommen wir. Kein Thema. Zurück zu den Handschuhen. So, wo ist sie? Hier, meisterlich gefertigt, auch möglich. So, dann brauchen wir für die Großmeister-Wolfshandschuhe brauchen wir einen angereicherten Demeritium-Barren. Dafür brauchen wir wieder zweimal
angereichertes Dimeritium-Erz und das ist gerade noch so möglich. Einmal, zweimal. Einen Barren. Okay. Und damit haben wir die Wolfshandschuhe, die wir jetzt herstellen. So, sehr schön. Wir machen weiter mit dem Oberkörper. Ich glaube, jetzt wird es richtig fett. Mal sehen, ob wir da alles zusammenbekommen. Wir müssen erstmal starten mit der Basisrüstung. Die Wolfsrüstung. Dafür fehlt ein Hemd. Das kaufen wir uns jetzt einfach. So, dann brauchen wir eine Metroiden-Silberplatte. Schon jetzt was Kompliziertes. KLM ist weiter unten. Metroiden-Silberplatte. Dafür brauchen wir 2 Metroiden-Silberbarren. 1, 2. Haben wir die Platte. Wir gehen zurück. So, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. Waren wir jetzt hier? Bei welcher Stufe waren wir jetzt? Ach, nur bei der Basisstufe. Krass. Also die Wolfsrüstung, 14. Das nächste ist die verbesserte. Dafür brauchen wir noch eine Metroiden-Silberplatte. Ich hätte sie gleich herstellen sollen. Aber ich habe keinen Bock, jetzt so weit im Vorfeld zu planen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Nochmal 2. Nochmal die Silberplatte. Okay, wer weiß, für die nächste Stufe brauchen wir die auch, ne? So, wir sind bei Stufe... Schon wieder vergessen? 21, das können wir herstellen. Nächste Stufe ist 29. Wo finden wir die? Überlegene Wolfsrüstung. Wir brauchen... Oh, jetzt wird es unangenehm. Gegerbtes Drakonidenleder und 2 Dimeritiumplatten. 3 gegerbtes Drakonidenleder und 2 Dimeritiumplatten. Und zwar ganz normale. 1, 2 und gegerbtes Drakonidenleder. Oh ja. Ich glaube, da mache ich gleich mehr. Ich glaube, da brauchen wir definitiv noch welche. Aber das passt erstmal. Also. Nee, hier sind wir noch nicht bei 34. Wir sind bei 29. So, das geht jetzt. Dann kommen wir jetzt zu 34. Zur meisterlich gefertigten. Und da benötigen wir 3 Dimeritiumplatten. So, 2 können wir herstellen. Wir brauchen weitere Barren. Da fehlen uns glühende Erzbarren, um das herzustellen. Was sind denn wiederum glühende Erzbarren? Oh mein Gott! Haben wir dafür auch ein Rezept? Glühende Erzbarren, ja. Kein Problem. Stellen wir mal so viel her, wie es geht. Nee, nicht so viel, aber... So, wo waren wir jetzt eigentlich? Bei Dimeritiumplatten? Barren? Ich weiß es nicht mehr. Dimeritiumplatten? Dafür brauchen wir... Nee! Was waren das? Dimeritiumbarren. Ja, genau. Und wir wollten Dimeritiumplatten und dafür brauchen wir 2 Barren, sowas. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Reicht dir das jetzt? Ne, wir sind eine Stufe runter noch. Wir sind bei der 34er. Ja, das reicht jetzt. Oh mein Gott.
So, jetzt bei 40. Großmeister Wolfsrüstung. Eine angereicherte Schleimlingshaust und zwei angereicherte Demeritiumplatten. Jetzt wird's wild. Ach Gott. Eine angereicherte Schleimlingshaut und zwei angereicherte Demeritiumplatten. Dazu brauchen wir vier angereicherte Demeritiumbarren. Oh Gott, dazu brauchen wir achtmal angereichertes Demeritiumerz. Und jetzt haben wir schon ein Problem. Orikalkumerz brauchen wir siebenmal. Und Säureextrakt. Das heißt, das müssen wir irgendwie... Also, wir brauchen fünfmal Säureextrakt und vier Orikalkumerz. Das müssen wir jetzt wieder durch Zerlegung hinbekommen. Aber die Frage ist, was? Was muss man da zerlegen, um das zu bekommen? Puh. Orikalkumerz. Orikalkumbarren? Orikalkumerz. Warte mal, aber die Barren brauchten wir ja, ne? Es wäre Quatsch, wenn wir die zerlegen. Also die Frage ist, wie wir an das Orikalkum-Kram kommen. Da haben wir was. Ne, Orikalkum, ja, nee, das ist das Basisding. Oder kann man das... Nee, herstellen wird man das nicht können. Das ist ja einfach ein Erz. Krass. Okay, das sind alles Monstergeschichten. Aber... Säureextrakt brauchten wir auch. Das können wir schon mal machen. So, das hätten wir. Es fehlt uns nur dieses Orikalkumerz. Es gab das möglicherweise auch zu kaufen. So, hier geht's nicht. Die Frage ist, ob wir aus irgendwelchen anderen Waffen, die wir hier noch zufällig mit uns rumschleppen, das möglicherweise extrahieren können. Ansonsten würde ich mich jetzt ärgern, wenn wir möglicherweise... Da ist das überhaupt alles nicht drin. Orikalkumerz nirgendwo drin. Krass. Puh. So. Dann gucken wir nochmal beim Handwerk, ob wir das vielleicht bei ihm kaufen können. Anderen Weg sehe ich jetzt nicht. Also wir könnten die Demeritiumplatten direkt kaufen. Das wäre eine Möglichkeit, das wollen wir aber nicht. Wir gucken nochmal. Angereicherte. Dazu brauchen wir angereichertes Demeritiumerz tatsächlich. Aber das können wir tatsächlich kaufen, ja. Aber wir brauchen davon sieben, das wird teuer. Hatte er sieben? Gerade so, ne? Okay, das war jetzt teuer. So, das stellen wir jetzt her. Und zwar achtmal. Und davon stellen wir jetzt viermal die Barren her. Und davon stellen wir jetzt zweimal die Platten her. So, und jetzt müssten wir die Wolfsrüstung haben. Wow, 4000. Damit sind wir jetzt direkt auch gleich pleite. So, was können wir noch machen? Wir können noch Silberschwert.
Oh Gott, ich habe noch die Stiefel vergessen. Die gehören ja auch noch zur Ausrüstung. Oh mein Gott. Ja, machen wir erstmal die Stiefel. Wolfsstiefel. So, nächste Stufe. 21er, verbesserte. Nächste Stufe, 29er. Wir brauchen gehärtetes Leder. Ja, und Meteoriten-Silberbarren. Gehärtetes Leder und Meteoriten-Silberbarren. Stellen wir gleich ein paar mehr her. Meteoriten-Silberbarren, kein Problem. Stellen wir auch ein paar mehr her. So, und dann zurück zu den Stiefeln. Wir waren bei Stufe 21, ne? Habe ich jetzt die falschen mir angeschaut? Wir brauchen vorher die Wolfsstiefel. Habe ich die... Hä? Habe ich jetzt gerade irgendwie die falschen hergestellt? Wartet mal. Irgendwas ist hier gerade schiefgelaufen. Verbessert. So, nach 21 kommen doch schon die 29er, ne? Wo haben wir die? Unten? Ja, überlegene. Dann sind wir bei den 34ern. Meisterlich gefertigt. Und wir brauchen nur zweimal gehärtetes Leder. Das ist nicht schwierig. Handwerkzutat. Oh, jetzt fehlt uns Wachs. Kaufen wir. Können wir wahrscheinlich auch irgendwo zerlegen. So. Wir kehren zurück zu den Stiefeln, wollen die 34er herstellen. Hier meisterlich gefertigt. Und jetzt haben wir hier die Stufe 40. Was fehlt uns? Ach, verdammt. Angereicherte Schleimlinghaut und nochmal eine angereicherte Dimeritiumplatte. Und hier haben wir das Problem. Das können wir machen, aber hier fehlt uns jetzt dieses komische Erz, weil er das nicht verkauft. Okay, die angereicherte Schleimlingshaut. Die werden wir noch mal kurz produzieren können. Das sollte möglich sein. Dazu brauchen wir gegerbtes Drakonidenleder. Dazu brauchen wir gehärtetes Leder. Dazu brauchen wir wieder Wachs, was wir mal kaufen. Damit wir das zweimal herstellen können. Dadurch können wir das einmal herstellen. Und dadurch können wir wiederum angereicherte Schleimlingshaut herstellen. Aber das Problem ist das hier. Wir könnten das kaufen. Davon hat er noch was. Das könnten wir uns auch gerade so leisten, aber dann wären wir schon am Ende. Wir könnten allerdings auch handeln. Wir können ja eben den ganzen Kram jetzt hier verkaufen, diese teuren Sachen. Wobei, er gibt uns hier nur 50. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Dafür hatten wir auch schon woanders einen super krassen Preis bekommen, ne? 55? Macht er hier keine guten Preise oder was ist das? Tja, Leute. 89? Ich habe das Gefühl, seine Preise sind absolut schlecht. Ich würde sagen, dann ist das Ganze noch nicht beendet. Auch wenn es jetzt ein bisschen unbefriedigend ist. Viel Glück auf dem Weg. Ich werde jetzt erstmal irgendwo eine Verkaufstour machen. Das werde ich wahrscheinlich aber ohne euch machen. Und noch ein bisschen Geld besorgen. Dann werden wir, glaube ich, die Wolfsrüstung fertigstellen können das nächste Mal. Und wie es dann mit den Schwertern aussieht, weiß ich nicht genau. Wir haben jetzt auch starke Schwerter selbst. Vielleicht behalten wir die und nehmen erstmal nur die Rüstung. Das muss ich mir nochmal angucken. Also gibt einiges noch zu klären, aber wir sind erstmal damit durch. Dolle Sache, diese Geschichte. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwein.